Wir waren ja jetzt an der Stelle angelangt, dass wir gesagt haben, das haben wir abgezählt, das war aber nicht gut. Und wir waren an der Stelle auch so weit gekommen, dass wir gesagt haben, blöd, das haben wir immer noch nicht raus. Wie viel ist denn M? Und N haben wir nur geschätzt. Blöd. Wie viel ist M, haben wir hier zufälligerweise abzählen können. Meine Frage. Hier stecken doch x-Werte in beiden Punktkoordinaten. Und hier haben wir doch gesagt, diese Strecke, die gehen wir nach rechts, ne? Das war grundsätzlich. Und hier sind y-Werte. Und diese Strecke gehen wir dahin. Jetzt. So, das heißt also, wenn ich auf dem Zahlenstrahl weiter nach rechts gehe, gelange ich zu immer größeren Werten. Die 1, weiter rechts ist die 2, die ist größer als die 1. Noch weiter rechts ist die 3, die ist noch größer als die 1 und so weiter. Deswegen mache ich folgende Formel aus diesem ganzen Kram. Ich sage ganz einfach, naja, m zu errechnen geht relativ leicht. Warte mal, da werde ich das m hier mal schnell hier rüber tun. Und ich schreibe diese ganze Formel mal hier hin. M errechnet sich aus. Wir gucken mal, hier unten, unterm Bruchstrich, ist ja das, was wir immer nach rechts gegangen sind. Wenn da 1 steht, gehen wir 1 nach rechts. Aber jetzt steht hier eine 4. Also sage ich, okay, das wäre x, p, sage ich in diesem Fall. Und davon abziehen xq. Aber das wäre blöd. Denn dann hätte ich 3 minus 7 minus 4. Das stimmt ja nicht. Wir gehen nach rechts. Also muss ich sagen, xq minus xp. Das heißt jetzt hier q und p, wir werden uns dann auf andere Indexe oder Indizes einigen. Und oben die dazugehörigen, also wenn ich mit q angefangen habe, muss ich yq nehmen und davon yp abziehen. Das ist das ganze Geheimnis. So errechnet man es. Probieren wir das mal aus. Mal sehen, ob das ginge. yq ist 6 minus yp ist 3. Und darunter steht xq 7 minus diese 3. Das ergibt aber 6 minus 3 ist 3. Und unten, das ergibt 4. Ah, na, siehst du. Nochmal zum Kennzeichnen. Also. Hier unten die x-Werte und oben die y-Werte und dann klappt es auch. Und siehe da, das Gleiche kommt raus. Es funktioniert wirklich. Das Ganze werden wir jetzt als Übung machen. Das hier mit der Gleichsetzerei ist ja ganz schön, aber die bringt uns in diesem Fall nichts. Das war, um die ganze Sache mal als Hausaufgabe etwas zu verschärfen. Das ist das Rezept hier. Dieses ist das Rezept. Das müssen wir nehmen. Damit kann man den Anstieg richtig berechnen. Wenn ich also zwei Punkte gegeben habe, dann kann ich sagen, Punkte haben alle immer einen x- und einen y-Wert. Dann kann ich die x- und y-Werte entsprechend voneinander abziehen und habe m. Da machen wir jetzt ein paar Übungen zu und dann wird es hoffentlich noch klarer. So, das heißt, wir können unsere Regel rechnen, ergänzen erstmal. M kann man nämlich ermitteln als M ist gleich y1 minus y0, ich sage gleich nochmal was zu der Reihenfolge, geteilt durch x1 minus x0. So, jetzt hoffe ich, ich habe das richtig geschrieben hier. X. So, das ist der ganze Trick. Man geht also von folgendem aus, man sagt einfach, der erste Wert ist der nullte, der Anfängerwert. Das gibt auch das Wort V0, das ist schon ein richtiges Wort geworden, das ist die sogenannte Anfangsgeschwindigkeit. Womit fange ich an? Das ist immer der den Index 0 hat. Und dann, wir wissen ja, wir gehen nach rechts, also muss der nächste dann x1 sein. Und die dazugehörigen y. Das muss man sich nicht merken, man muss es einfach bloß überlegen. Abzählen heißt nichts anderes als den Unterschied, den x-mäßigen und den y-mäßigen Unterschied zu ermitteln. Und der Unterschied heißt Differenz. Die Differenz ermittelt man durch Subtrahieren. Ich mache mal kurz Pause und dann fangen wir mit der Übung an. Wir haben folgende Aufgabe gegeben. Wir sagen mal, machen wir wieder P und Q, das geht am leichtesten. Punkt P lasse ich mir einfach wild einfallen, ist meinetwegen minus 3, 4. Und Punkt Q sei
irgendwas Krummes. Zwei minus fünf. So. Diese Punkte gilt es einzumalen und gesucht ist f von x. Richtig als Formel. Wie gehen wir bei? So, wir haben unsere Skizze gemacht, p und q eingemalt, also 2 nach rechts und 5 nach unten war q und minus 3 nach links also und 4 hoch ist p. Wir sehen schon, der Anstieg ist negativ. Ne? Und wenn man jetzt p und q irgendwie schätzen will, jetzt müsste man wirklich von diesen Werten auszählen. Also abzählen. Fangen wir mal mit m an. M ist abgezählt. Unterm Bruchstich steht, wir sind von hier 1, 2, 3, 4, 5 nach rechts gegangen und erhalten von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aber nach unten, also minus 9 Fünftel, müsste er sein. Das ist abgezählt, geschätzt. So, wie gehen wir jetzt bei? Jetzt hatten wir gesagt, wir müssen entsprechend bekannte Dinge einsetzen, beziehungsweise m kann man rechnerisch anhand der Punktkoordinaten ermitteln. Na dann los. So, jetzt hier die allgemeine Form. M ist gleich y0 minus y1 durch x0 minus x1. Die müssen wir jetzt mit Leben erfüllen, das heißt mit Werten. Weiter links steht der Nullwert sozusagen. Das wäre hier, das ist der Nullwert, der p-Wert. Das weiter links, mit dem haben wir angefangen. Also schreiben wir doch einfach mal, ich schreibe es mal in den gleichen Farben, den Bruchstrich und die Minus, die kann ich hinschreiben. Und jetzt setze ich ein und erinnere mich dessen, dass ich negative Zahlen auch ganz locker so ausdrücken muss, wie sie sein soll. Also, sag mal, habe ich hier was? 1 und 0 vertauscht, ne? Pardon, ja, ich muss das richtig hinschreiben. Hier. Ich sag das auch noch, ganz frech. Wir müssen doch den zweiten vom ersten abziehen. Hier, y1, 0, 1, 0. So, jetzt. Also, fange ich an. Ach ja. Fangen wir an mit dem ersten Wert, und zwar 4. Schreiben wir das mal hin. Das ist der y-Wert. Ist der richtig an der richtigen Stelle? Nee, ne? Wo muss der hin? Der muss dahinter, ne? Der muss nämlich hier hin. Hier kommt die 4 hin. Und der x-Wert entsprechend von dem ist minus 3. Halt, jetzt habe ich die falsche Farbe genommen, das war dumm. So, jetzt. Jetzt stimmt es aber wirklich. Jetzt wollte ich ein paar gesprächstechnische Fallen stellen und habe die ganze Sache schlimmer gemacht, als sie ist. Also, hierhin mit dem y und dem x-Wert des Anfangswertes. Hier gibt es eine Frage. Man wird da regelrecht ein bisschen verrückt. Nochmal anders gesagt. Ich muss von den rechteren Werten die linkeren Werte abziehen. Also von den rechteren Werten die linkeren Werte. Von den rechteren Werten meine ich von dem y-Wert den linken y-Wert und vom x-Wert den linken x-Wert. Also fangen wir mit den y-Werten von rechts an. Das ist minus 5. Der x-Wert dazu ist 2. Jetzt nehmen wir den linken Wert. Mache ich mal blau. 4. Und hier haben wir minus 3. So, und jetzt gucken wir mal. Aber, weil das negative Werte sind, am besten einklammern. Dann sieht man besser, was passiert. Wenn ich das jetzt ausrechne, komme ich auf Folgendes. M ist gleich minus 5 minus 4. Minus 5 minus weitere 4 sind minus 9. 2 minus minus 3. Minus minus ist aber plus. 2 plus 3 ist 5. Und jetzt ist es eindeutig. Und jetzt gucken wir, stimmt. Ist ein negativer Anstieg und jetzt stimmt es wieder. Jetzt bin ich selber ein Stück durcheinander gekommen. Richtig. Also, merken wir es uns so, ich muss von den rechteren Werten, von beiden, von dem y- und x-Wert, den linkeren, das ist ein blöder Ausdruck, y- und x-Wert abziehen. Und wenn ich das ganz stur auch mit Klammer,
mit Klammern hinschreibe, dann habe ich hier richtig minus 5, minus 4 und 2, minus, minus 3 und dann klappt es wieder. Gibt es eine Frage? Eine Frage? Ach nee, das war der Stift. Hört sich ein bisschen so an. Alles klar? Machen wir noch so ein Ding. Mir kommt jetzt bloß... Ach nee, spaßenshalber könnte man jetzt mal kurz M und X0 ausrechnen. N und X0. Machen wir mal spaßenshalber. Gut, ich sag's mal. Da guckte schon der Pfeil, ne? Ja? Ach so. Also um den Quatsch jetzt noch quetscher zu machen. Wir haben jetzt gerade M entsprechend ermittelt. Das haben wir durch pures Einsatz gemacht. Vom rechteren, von den rechteren Y- und X-Werten die linkeren Y- und X-Werte abziehen. Und dann klappt es auch. Aber wir wollen ja unsere Funktionsgleichung noch vervollständigen. Das heißt, die sieht ja bis jetzt so aus. F von X ist minus 9 Fünftel X. Das haben wir hier ermittelt. Plus N. Und jetzt brauchen wir noch N. Das müssen wir noch machen. Wenn wir das N oder Y0, kann man auch dazu sagen, schätzen, müsste das bei rund 0,1, minus 1 liegen, ne? Ungefähr minus 1, geschätzt. Und nebenbei x0 bei minus 0,5, das können wir aus Spaß dann auch nochmal machen, ob das klappt. So, aber jetzt das n brauchen wir dazu, sonst klappt das nicht. Das müssen wir jetzt errechnen, das war jetzt geschätzt und jetzt das errechnen. Wie machen wir es? Jetzt helfen uns die Punkte. Jetzt setzen wir p oder q hier in diese Formel ein. Man kann es mit beiden machen und kann es ausprobieren. Also, n errechnen, indem ich sage, einsetzen. Eines Punktes. Einsetzen eines Punktes, das können wir schon wieder entsprechend zeigen. Einsetzen eines Punktes. So, na denn, nehmen wir mal, der y-Wert muss sein, minus 5. Der hat sich ergeben, wenn ich, der Punkt gehört ja zur Funktionsvorschrift, wenn ich den y-Wert als f von x auffasse. Ist gleich minus 9 Fünftel x, das bleibt. Aber statt x schreibe ich den x-Wert, nämlich das echte 2. Ne? Also keinen x hinschreiben, sondern mal 2. Das ist mein x-Wert. Und jetzt noch plus n und der Rest ist dann wieder relativ einfach. Also, warum habe ich hier gesagt plus 18 Fünftel? Ich mache es mal anders, ich fasse mal diesen gelben Term zusammen. Minus 5 ist gleich minus 9 mal 2 ist minus 18 und die Fünftel stehen da drunter plus n. Wenn ich jetzt Tippeltappeltour weitergehe, habe ich es hier mit einer Summe aus minus 18 Fünftel und n zu tun. Die minus 18 Fünftel müssen weg, plus 18 Fünftel. Ich hoffe, jetzt ist es wieder klar. Da ich sowieso es jetzt mit Fünftel zu tun habe, kann ich hieraus gleich minus 25 Fünftel machen aus der 5, aus der minus 5. Und schreibe meine plus 18 Fünftel dazu. Und hier drüben, minus 18 Fünftel, plus 18 Fünftel, weg sind sie, steht das n. Ich bin fast fertig. Minus 25 plus 18 sind minus, im Allgemeinen 7 Fünftel ist gleich n. Das heißt, wenn ich das jetzt abschätze mit meinem Wert hier, 7 Fünftel, das ist ungefähr 1,4. Naja, kommt ungefähr hin. So schlecht, wie ich gemalt habe, so schlecht kann man gar nicht rechnen. Also, das funktioniert. Das heißt, unsere Formel ist fertig. Das und das zusammen ergibt unsere Funktionsformel. Funktionsvorschrift schreibe ich mal als Ersatz hin. Und die heißt für unseren Fall, f von x ist gleich minus 9 Fünftel x. Und jetzt plus n plus minus, also minus 7 Fünftel. Und ich bin fertig. Das war's. Fragen hierzu. So, das heißt, wir haben noch einen fünften Schritt in unserer Gebrauchsanleitung. Fünftens, Einsetzen eines Punktes. Wir machen jetzt gleich mal die Probe, ob das mit dem anderen Punkt genauso gegangen wäre. Denn diese Gebrauchsanleitung hier, fünftens, die setzt das hier oben fort, hier, das hier. Es geht hier unten weiter. Also ich habe m ermittelt und jetzt kann ich n ermitteln, indem ich dann bloß noch einen Punkt einsetze. Der andere Punkt hieß ja minus 3, 4. Wenn man das jetzt hiermit macht, mit der gesamten Funktionsvorschrift, kann man praktisch eine Probe machen. Mit dem Punkt p minus 3, 4 kann man Folgendes machen.
die Probe. Da muss ja die komplette Funktionsvorschrift rechts und links gleich sein, wenn ich Folgendes tue. Ich setze 4 als f von x. 4 ist gleich minus 9 Fünftel. Und jetzt statt x schreibe ich minus 3 mal minus 3. Und das Ganze minus 7 Fünftel. Das soll insgesamt 4 ergeben. Da kann man die Probe dann machen. Zu kürzen ist hier nichts, aber ich kann ein bisschen zusammenfassen. 4 soll sein. Und jetzt. Minus 9 mal minus 3 ist minus 27, plus 27 Fünftel und davon 7 Fünftel abgezogen, das ist offensichtlich, 20 Fünftel ist 4, also richtig gerechnet. So, bevor wir die nächste Übung machen, teile ich das Video mal auf, wir machen an der Stelle erstmal kurz Schluss und im neuen Video geht es dann weiter.